Hallo und ein ganz fröhliches Willkommen zur 13. Ausgabe von FutureNet für Remastered. Und ihr merkt es vielleicht schon, ich bin unglaublich fröhlich, was daran liegt, dass das Problem tatsächlich gelöst wurde. Ich hatte ursprünglich ja eine Folge gedreht, wie auch angekündigt, die unter dem Titel The Secrets of FutureNet lief. Und in dieser Folge, da habe ich lang und breit erklärt, wie das hier aufgebaut ist, die CD-Inhalte und das Spiel installiert wird und bla 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 bla, und habe dann die Sounddateien abgespielt, die ich noch gefunden habe, um zumindest die Story zu einem Abschluss zu führen, zu einem groben. Aber ist es dann tatsächlich irgendwie gelungen, das Problem zu lösen. Und ich will euch das kurz noch erklären, deswegen bin ich jetzt gerade auch nicht in-game, sondern noch auf dem Desktop, um euch das eben zu zeigen. Und auch all denen da draußen, die vielleicht auch FutureNet ihr eigen nennen und so wie ich dieses Gefühl von Abschluss, von Closure nie erhalten haben. Und die Lösung ist so banal und einfach, dass es einem fast schon... Mir fällt kein Ausdruck ein, um das wiederzugeben, was ich innerlich verspüre. Also, das Spiel ist so aufgebaut, also unter Programme, MPEN und dann FutureNet oder Futur. Da ist das Spiel angelegt. Und hier findet ihr ganz viele unterschiedliche Ordner, die alle mit einer bestimmten Zahl benannt sind. Und hinter jedem dieser Ordner verbirgt sich eine riesige Anzahl an Wave-Dateien. Und ihr stellt es wahrscheinlich schon fest, also diese Wave-Dateien enthalten natürlich die ganzen Soundbites, die dann immer wieder kommen, wenn man Leute anspricht oder wenn irgendeine Szene passiert. Und die Szenen sind eben einfach durch diese Zahlen unterteilt. Das heißt irgendwie... In Ordner Nummer 30 sind alle Sachen drin, alle Wave-Dateien drin, aus Super Games Go zum Beispiel. Da ist auch dieses Video hier drin, und dieses Video ist das Video, was abgespielt wird, wenn man sich diese Moral-Combat-Spiele und so weiter und so fort anguckt. In den Ordnern sind darüber hinaus auch noch andere Dateien, diese PAG-Dateien zum Beispiel, die enthalten wahrscheinlich die ganzen Game-Informationen, aber gut, ich habe es nicht hinbekommen, die zu öffnen. Ich habe alles versucht, auch die DLL-Datei wollte ich kompilieren, die DLL-Datei hier unten. Es hat alles nicht geklappt, aber jetzt ist das ja auch Schnee von gestern. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, war Folgendes. Ich bin all diese Ordner durchgegangen. Ich habe mir wirklich jeden Ordner angehört. Ich habe dabei auch die zwei Ordner gefunden, in denen noch originale Sounddateien drin waren aus der englischen Variante oder aus der US-amerikanischen Variante. Und zwar mit Soundbites von der Turing Inquisition von Ellie. Die kann ich auch gleich, oder die spiele ich jetzt vielleicht nochmal kurz ein. Die hatte ich nämlich schon aufgenommen, damit ihr dann nochmal einen kurzen Einblick bekommt. You are entering sacred territory. I cannot allow your fragmented and corrupted avatar into the sacred Turing Inquisition. Ja, das ist nämlich dieser Neo-Typ, der vor der Turing Inquisition gewartet hat. Und der klingt ja mal sowas von tausendmal geiler in der Originalfassung als in unserer Fassung. Unfassbar. Und ich glaube, bei 152, ja, da ist auch noch was anderes. Now don't worry. Yeah. Now don't worry. I will fix your avatar and give you all the information I have. Das ist die Original Ellie. Und zwar aus der Situation, in der wir in der Turing Inquisition sind. So, und jetzt bin ich wieder zurück, und was ich festgestellt hatte, war Folgendes. Ich habe die ganze Zeit diese Dialoge gesucht, die ich ja da mit dieser Michaela Chomdelay oder wie auch immer man die ausspricht, führen würde. So, und diese Dialoge waren nicht, wie ich vermutet hatte, ursprünglich irgendwo hier oben bei den 30ern, wo die Super Games Co-Dialoge auch sind, sondern waren hier versteckt in diesem Ordner, in dem 320 Ordner. Wenn man da reinklickt, war dann da drin der 31er-Ordner, und im 31er-Ordner, da waren die ganzen Wave-Dateien drin. Die spiele ich jetzt natürlich nicht ab, weil die hören wir uns ja gleich an. Yes, und die Lösung, ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht ist ja das Problem, dass das Spiel diese Sounddateien sucht und gar nicht abstürzt. Also im Hintergrund lief auch die Musik weiter, wenn ihr euch daran erinnert. Also dass das Spiel nicht wirklich abstürzt, aber einfach nach den Sounddateien sucht und die nicht findet. Und dementsprechend macht es dann halt nichts. Und dann habe ich mir gedacht, ganz im Ernst, alle anderen Ordner liegen doch hier in dem Root-Verzeichnis von dem Installationspfad. Also kopierst du einfach diesen 31er-Ordner und packst den hier hin. Das habe ich gemacht, das ist er hier. Und ich nehme es jetzt vorweg, ja, das hat funktioniert. Ich habe also im Prinzip 17 Jahre meines Lebens oder 18, ich weiß es jetzt nicht, meines Lebens warten müssen, um das zu lösen. Und
Um euch das auch nochmal zu beweisen, also ich habe jetzt hier übrigens, sind jetzt deswegen all diese ganzen Ordner hier, die sind in der Ursprungsinstallation gar nicht da, weil ich die von der CD hierher kopiert habe. Das hat auch geholfen. Ihr erinnert euch ja daran, dass ich am Anfang ja noch gesagt habe, oh Gott, hoffentlich explodiert mir die CD nicht im Laufwerk, weil er da immer wieder Sachen runterlädt. Man kann also einfach alles von der CD hier reinschieben. Er benutzt die CD zwar zwischendurch noch, um Sachen zu booten oder was weiß ich was, aber er spielt es dann tatsächlich von der Festplatte ab. Deswegen funktioniert auch dieser Fix. Und wenn wir jetzt auf die CD kurz gucken, dann stellen wir fest, die muss kurz laden. So, da ist sie. Dann stellen wir fest, dass hier eben auch diese ganzen Ordner drauf sind, aber hier ist kein 31er Ordner, sondern der ist eben wirklich, wenn wir jetzt einmal scrollen, hier im 320er drin. Es wurde so ausgeliefert. Das heißt, das Spiel ist so ausgeliefert worden, es konnte also nicht funktionieren. Da wurde also richtig geschlampt bei der Lokalisation. Und wer weiß, wie viele Verkäufe die überhaupt hatten von diesem Spiel. Es kennt ja anscheinend niemand. Und es wurde auch nicht gespielt. Und ich habe auch langsam Zweifel, dass es überhaupt in den USA auf den Markt kam, weil ich wirklich null Infos dazu finde auf US-Seiten. Aber es wurde definitiv so ausgeliefert, dass man es ohne das jetzt zu tun, was ich jetzt gerade gemacht habe, diesen simplen Fix, nicht durchspielen konnte. Vielleicht seid ihr jetzt also die Ersten gemeinsam mit mir, die überhaupt das Ende dieses Spiels in der deutschen Variante und vielleicht auch überhaupt erleben. Das ist doch mal etwas mindblown. Vielleicht spiele ich mal eben das Meme dazu ein. Okay, egal. So, jetzt aber genug der schnöden Vorrede. Ich würde sagen, wir springen jetzt ins Spiel und dann sehen wir uns gleich wieder in ganz wenigen Augenblicken. Da sind wir wieder. Ich bin jetzt hier in einem Spielstand und vielleicht merkt ihr schon, wo ist der Jan denn da? In Port 43, das stimmt doch nicht. Nein, ich möchte euch nämlich noch kurz etwas zeigen. Ich hatte nämlich in der Folge, die ich jetzt natürlich nicht ausstrahle, nochmal was vorbereitet und zwar wollte ich euch das nochmal zeigen. Ich habe ja in Folge 8, 9, was auch immer, 10 dieses Teil da hacken müssen. Und ich muss nochmal sagen, ich habe mich nicht schlecht angestellt, auch wenn die Kritik überwältigend war, meinen Hacking-Skills. Ich bin immer noch vollkommen überzeugt davon, dass ich das gut gemacht habe. Aber als Kind, das hat die ganze Zeit in meinem Hinterkopf genagt, als Kind hatte ich das nicht gemacht. Ich wusste genau, oder ich hätte mich daran erinnert. Und jetzt will ich euch kurz zeigen, was ich als Kind gemacht habe. Man hackt sich jetzt hier also ein. Jetzt wird dieser Würfel gleich hochgefahren. Und wie ihr jetzt seht, ich klicke jetzt nochmal hier drauf, zack, und das Ding ist sofort gehackt. Und ihr seht, es wird anscheinend auch jedes Mal eine neue Kombination geladen. Ja, und dann hat man dieses Protokoll hier und so hätte ich mir also 11 oder 12 Minuten Spielzeit sparen können. Aber ich habe bewiesen, ich konnte es hacken und das wollte ich euch einfach nur nochmal zeigen. Ich habe mich also der Herausforderung gestellt, deswegen bin ich sehr stolz auf mich. Und ihr seht, man kann diese Future 2 Map benutzen, es hat funktioniert. Und wo wir jetzt gerade hier sind, noch eine kurze Anmerkung. In der Lokalisierung, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind die hinter so schwarze Kästen? Das liegt daran, dass die einzigen Orte sind, die übersetzt wurden. Also hier steht The Government und da steht The Ritz. Government konnte man also verstehen, Post Office auch, Education Center, also Business Notes, alles verständlich anscheinend für deutsche Spieler, aber Bibliothek und Library oder Stock Market und Börse, das ging wohl nicht. Und deswegen hat man eben hier die Dinger hintergesetzt, weil das waren anscheinend einfach vorgefertigte Bilder und dann hat er die einfach so drüber geklatscht, der Typ, der dafür verantwortlich war. Oder die Frau. Aber es war ja ein Typ, weil wir haben ja gesehen, dass dieser John Flanagan aus Folge 1 für die Lokalisierung zuständig war. Dem habe ich übrigens eine Mail geschrieben und der hat nicht geantwortet auf meine Anfrage, ob das mit dem Spiel noch was wird. Komisch. So, jetzt lade ich aber eben den Spielstand, wo es weitergeht. Hier oben sind übrigens die beiden Spielstände. Die habe ich angelegt, nachdem es geklappt hatte. Und ihr seht, ich habe mich sehr gefreut. So, jetzt wollte ich euch aber mitnehmen auf diese Reise an diese Stelle, die jetzt hoffentlich funktioniert. Also wir gehen jetzt rein in die Super Games Co. Wir haben den Dialog da ja schon erlebt. Das heißt, ich labere jetzt einfach mal so ein bisschen drüber. Jetzt gehen wir also auf Play for Pay. Und damit wir jetzt auch wieder drin sind, also wir haben jetzt ja 5 Protokolle. Und das 6. Protokoll, das uns jetzt noch fehlt, das hat Michaela. Und wir haben festgestellt, dass Michaela hier eine Spiele einen Bereich leitet. Und deswegen müssen wir jetzt dieses Bewerbungsding schaffen. Und wir hören jetzt mal rein, jetzt gleich kommt nicht der Sound, der uns damals fehlte. Und du bist auf dem Weg zu einer neuen Stelle. Da hört ihr schon den Alarm.
Und jetzt geht's. Ich konnte nicht mehr. Also, ich muss dazu auch sagen, mir ist nicht ganz klar, was dieses Spiel hier soll. Ach so, oh, jetzt habe ich gerade meinen Lautsprecher runtergestellt. Gute Ausrede. War wirklich so. Ach so, das waren nur so Schutzteile. Also man kann hier auf jeden Fall die Dinger jetzt einfach hier so kaputt schießen. Das ist sehr aufwendig, wie man sieht. Ich muss mich mal ganz kurz konzentrieren. So. Und dann machen wir das auch noch weg. Ich hatte nämlich beim ersten Mal, als ich das jetzt dann so auf die Schnelle gemacht habe, dachte ich erst, dass diese grauen Teile irgendwie auch zu mir gehören, war dann vollkommen verwirrt. Gratulation! Eine meisterhafte Leistung! Ja, ja. Bravo! Bei deinem zweiten Test, Munchman, schmeiß dich in die Zeitmaschine und begebe dich auf eine verrückte Reise durch einen mit Freaks verseuchten Irrgarten des Entzückens. Ihr seht, Munchman, es ist tatsächlich wahr, es ist Pac-Man. Und da habe ich einen Schreck bekommen. Da dachte ich erst, scheiße, das Spiel stürzt ab. Aber dann erschien es doch noch, nachdem diese Musik durch war. Also ich hatte da echt erstmal Panik. So, das erledigen wir jetzt hoffentlich auch eben ganz zügig und kompetent. Yeah, ja. Ich glaube, wir haben hier ein Naturtalent. Nur eine kleine Sache und dann wirst du bald einen Gehaltscheck sehen. Hier ist dein offizielles Anstellungsformular. Fülle es einfach aus und lege es wieder vor. Dann werde ich mich um den Rest kümmern. Ja, das hier ist, ich saß davor und dachte mir, was wollen die von mir? Man muss dazu sagen, das erinnert mich dann doch an ein altes Gewinnspiel, das wir mal bei Münster Medien in einer Promenade-Folge gemacht haben. Ich mache jetzt folgendes, ich klicke jetzt hier einmal wild rein, gehe auf weiter, ich habe 6 Fehler, also ich habe alle Fragen falsch, schon mal gut. Immer noch 6 Fehler. Immer noch 6 Fehler, also ich versuche es einfach eben per Trial and Error hier schnell durchzukommen. Jetzt haben wir 4 Fehler. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht versuche, auf logischem Wege zu lösen, weil ich gerade ehrlich gesagt dafür keinen Nerv habe. Aber oh, es tut mir leid, mein Freund. Aber es sieht so aus. Oh, es tut mir leid. Hä? Hatte ich jetzt hier schon? Na, da war's. Sorry. Und. Aber es sieht so aus, als ob du ein paar Fehler gemacht hast. Oh, es tut mir leid, mein. Oh, es tut mir leid, mein Freund. Ja, ich habe alles richtig beantwortet. Bin ich nicht schlau. Während wir einen Blick auf deinen Antrag. Das sieht so aus, als ob alles in Ordnung wäre. Warte noch einen Moment. Ich werde den Boss für dich holen. Es ist vollbracht. Das ist jetzt die CD. Ich bin Michaela Chamli. Ich arbeite als Leiterin der Testabteilung bei Super Game Co. Ich verstehe, dass Sie hoffen, für uns ein paar Tests durchzuführen. Wie war nochmal Ihr Name? Sie hat ihn jetzt ja so richtig ausgesprochen. Er wird Chamli gesprochen. Es ist ein englischer Name. Ich weiß, er sieht nicht so aus, wie er gesprochen wird. Lassen Sie mich Ihnen ein wenig Hintergrundwissen über den Test vermitteln, den wir hier durchführen. Wir versuchen hier mit Hilfe der metagnomischen Analyse effektivere künstliche Intelligenzalgorithmen für unsere Spiele zu kreieren. Wissen Sie etwas über Metagnomie? Nein, doch eigentlich schon. Wir haben uns ja eingelesen, oder? Ja. Dann wissen Sie auch, dass wir Ihr Verhalten studieren, um Ihre Aktionen vorhersagen und antizipieren zu können. Ziel ist es, basierend auf Ihren mentalen Strukturen, genau vorherzusagen, wie Sie in jeder vorgegebenen Situation reagieren. Mit dem richtigen Test und den richtigen Computern könnte ich theoretisch alles, was Sie in der nächsten Woche sagen und machen, vorhersagen. Dieser Test ist von mir persönlich entwickelt worden und hat sich in früheren Testgruppen schon als ziemlich perfekt erwiesen. Ja, was werden Sie damit machen mit der Info? Unsere Ziele sind ziemlich bescheiden. Wir sind keine Gedankenleser. Wir wollen nur sehen, wie Sie in Spielsituationen reagieren. Ob Sie aggressiv oder vorsichtig, zuversichtlich oder ängstlich sind, in der nächsten Generation unserer Spiele wird die künstliche Intelligenz in der Lage sein, sich anzupassen, indem sie von ihrer Persönlichkeit lernt und es so ins Spiel umsetzen kann. Gegner werden sie so gut kennen, dass sie schon irgendwo hingehen, bevor sie nur daran gedacht haben. Das ist interessant. Ha, ich wusste, dass Sie das sagen. Das war ein wenig Verhaltensforscher-Humor.
Egal, ich werde Ihnen eine Reihe Fragen stellen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten sollten. Dies wird eine Karte der psychologischen Algorithmen Ihres Geistes generieren. Einige Fragen mögen nicht besonders eindeutig sein, aber um das Psychogramm zu kreieren, bitte ich Sie, mit Ja oder Nein zu antworten. Es ist eine Art kleiner Detektortest, verstehen Sie? Ja. Lassen Sie uns anfangen. Erste Frage. War das schon ein Test? Glauben Sie, dass Maschinen die Antworten auf all unsere Probleme sind? Nein. Nächste Frage. Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Erfahrungen vorherbestimmt wurden? Nö. Ist Ihnen Ihr Leben jemals wie ein Spiel vorgekommen? Oh ja. Schon fertig. Ist es möglich, dass Sie von dem Protokoll eines höheren Wesens manipuliert worden sind? Letzte Frage. Wenn es notwendig wäre, eine Entscheidung zu treffen, die das Leben der gesamten Menschheit beeinflussen könnte, könnten Sie das tun? Natürlich. Gut gemacht. Sollen wir mal schauen, wie Sie sich gemacht haben? Ich brauche einen Moment, die Ergebnisse zu analysieren. Aufgrund meiner Ergebnisse würde ich sagen, dass Sie der Kurier sind, den Ellie mir geschickt hat, um mein Modul des amokianischen Access-Protokolls abzuholen. Na, wie war das? Wahnsinn, woher wissen Sie das? Ich frage mich gerade, ob das Spiel, also ob Sie das auch rauskriegen würde, wenn ich genau gegenteilig geantwortet hätte. Vielleicht wäre das ja mal was für eine andere Ausgabe. Das stimmt nicht. Richtig. Ich sagte Ellie, ich würde wissen, wenn ich sie treffe. Wenn das hier alles vorüber ist, werde ich einen Bericht über meine Erkenntnisse aufsetzen, aber zuerst gebe ich Ihnen mein Modul. Die Zeit drängt. Fertig zum Downloaden. Nicht abstürzen? Hier, das wird Ihnen helfen. Haben Sie noch Fragen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dossiers, die wir aufgestellt haben, komplett sind. Ellie und ich haben an der Kompilierung ziemlich hart gearbeitet. Ja, die Dossiers haben wir bekommen, aber Ellie, genau, Ellie hat ja mal gesagt, dass sie gar keine Mitglieder des Kreises kennt. Seltsam. Wir kennen uns alle untereinander. Ich wäre dem Kreis niemals beigetreten, wenn ich nicht jedes Mitglied kennen würde. Wenn Sie vorhaben, so etwas wie eine Untergrundwiderstandsbewegung zu gründen, müssen Sie jeden sehr gut kennen. Wir sind nicht nur zufällig Terroristen, wissen Sie? Wir sind Freunde. Wir sind nicht nur zufällig Terroristen, hallo? Oh Gott, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie von so einem Google-Sprachtool erfasst wird, dass ich egal. Ellie hat uns eigentlich gesagt, dass niemand den anderen kennt. Ellie kennt meinen Namen. Sie war eine der wenigen, die ihn beim ersten Mal richtig aussprechen konnte. Das ist nicht gut. Da stimmt was nicht. Okay, Sie sind fertig hier. Unnötig zu sagen, dass Sie den Spieletester-Job nicht bekommen. Sie haben viel wichtigere Sachen zu tun. Gehen Sie jetzt, aber seien Sie vorsichtig. Etwas stimmt nicht. Wenn Ellie etwas passiert ist, sind wir alle in großer Gefahr. Noch nicht einmal ich kann vorhersagen, was als nächstes passieren wird. Viel Glück. Dabei ist sie doch Verhaltensforscherin, aber sehr schön diese Reaktion. Da stimmt was nicht. Okay, mach's gut. Ja, anscheinend ist Ellie echt durch, ne? Hä, war nicht in einer der früheren Ausgaben hier so ein Grafikbug? Jetzt nicht mehr. Gut, ich würde sagen, dass wir jetzt zur Church of Amok gehen, denn ich weiß, dass man da dieses Protokoll reinpacken muss. Da kann man nämlich hacken, das habe ich damals als Jüngling schon mal festgestellt. Und ich würde auch fast darauf tippen, dass wir dort jetzt wieder auf Ellie treffen. Da ist auch schon der bekannte Ladewürfel. Wir haben nicht viel Zeit. Du musst die 6 Protokollmodule sofort zur Church of Amok bringen. Wenn du dort bist, aktiviere die Hackprobe-Sonde. Du wirst ein verstecktes Interface entdecken, welches dir den Zutritt zum Subnet ermöglicht. Montiere dort die Fragmente und deine Mission ist erfüllt. Beeil dich, du darfst dich nicht verspäten. Ich denke, Amok könnte uns entdeckt haben. Geh zur Church of Amok, jetzt. Ja, ich bin doch schon da, du. Ach, guck mal, da ist wieder Mohammed Chin. Das heißt, wir springen jetzt wieder in eine musiklose Textumgebung. Wie immer lese ich euch das für euren Konsumgenuss oder wie auch immer vor.
Das heißt, ihr könnt die Augen schließen und meiner Stimme lauschen. Bevor Sie mit irgendetwas fortfahren, hören Sie mir bitte zu. Der Plan ist komplett falsch. Ellie hat mich, seitdem der Prozess begann, nicht mehr kontaktiert. Hat sie Ihnen schon die abschließenden Instruktionen gegeben? Oh, da wurde was nicht übersetzt, aber wir haben ja gerade miteinander gesprochen. Hä? Mein Numpad funktioniert nicht mehr im Spiel. Naja. Also, haben Sie ihr die Protokollfragmente gegeben? Dann bin ich zu spät. Nein, ich habe die Fragmente noch. Das sind wundervolle Neuigkeiten, es ist noch nicht alles verloren. Sie sollten nun 6 Protokollmodule in Ihrem Besitz haben. Der Plan sieht vor, dass Sie mithilfe dieser in das Subnetz gelangen, aber unter den momentanen Umständen denke ich nicht, dass das jetzt keine gute Idee ist. Das ist unnötig kompliziert. Welche Umstände? Ich bin überzeugt, dass die Person, die Sie als Ellie kennen, nicht dieselbe ist, die ich kenne. Wer sie auch immer ist, benutzt sie wahrscheinlich nur, um Amok zu helfen. Was ist mit Ellie passiert? Ich weiß es nicht. Sie ist vielleicht tot. Okay. Wer ist dann die Person, mit der ich gesprochen habe? Die Person, mit der Sie gesprochen haben, könnte ein amokianischer Agent oder vielleicht eine künstliche Intelligenz gewesen sein. Sie könnte auch Amok und Tarnung gewesen sein. Wir werden es niemals wissen. Wie Sie wissen, habe ich die Church von Amok untersucht und ich habe Amok selber befragt. Oder lieber Sie selbst. Oh mein Gott, Amok ist eine Frau. Erinnert ihr euch daran, als ich diese Story gelesen habe und diese komische Amy-Frau, wo ich meinte, vielleicht ist das ja Amok, die ist ja stecken geblieben? Ja, und sie ist eine lebende, atmende Person, wie Sie oder ich. Wer ist sie? Ich hätte es schon vor Jahren ahnen müssen. Es war direkt vor meiner Nase. Ihr Name ist Amy Cam. Yes, story correct, predicted. Sie war meine Assistentin. Und sie liegt ja im Koma, Amok. Meine Güte, ist das großartig geschrieben. Wo ist sie? Amoks Spur führt vom FutureNet zum Subnet, von dem wir ursprünglich glaubten, dass Amok dort zu finden wäre. Als ich den separaten, parallelen Datenstrom des medizinischen Datenkorridors entdeckt hatte, wusste ich, dass das die Antwort ist. Amok benutzte den MDK, um ins Subnetz zu gelangen. Mit dem Wissen war es einfach, sie zu finden. Ich konnte sie besuchen, wann ich wollte. Sie befindet sich in einem Hospital in Duluth. Wie haben Sie sie gefunden? Jedes Mal, wenn Amok und FutureNet irgendetwas macht, wird darüber eine Aufzeichnung angefertigt. Jedes Mal, wenn die Church von Amok etwas von ihr verkündet, wird eine Aufzeichnung gemacht. Es ist wie eine Schleimspur von einer Schnecke. Sie wissen vielleicht nicht, was das bedeutet, aber lassen Sie uns nur einmal sagen, dass jedes Mal, wenn irgendetwas im FutureNet passiert, was seinen Ursprung in der Realität hat, die Verbindung zurückverfolgbar ist. Die ganze Zeit haben wir nach Amok und FutureNet gesucht, als ob sie irgendein einzigartiges Wesen sei. Wir hatten vernachlässigt, in der richtigen Welt zu suchen. Ich hatte über das mit Amy schon seit Jahren nicht mehr gedacht. Sie erlitt während der Testphase des FutureNet einen tragischen Unfall und lag seitdem im Koma. Ich dachte, das wäre immer noch der Fall. Was ist mit ihr passiert? Ich denke, es ist Folgendes passiert. Amy war involviert in einem der ersten vollen Neuralverbindungstests. Wir wissen immer noch nicht, was schief ging, aber während des Tests schrie sie auf einmal vor Schmerzen auf. Wir konnten die physische Verbindung nicht trennen, bevor wir uns nicht versichert hatten, dass die Neuralverbindung sich selber von ihrer Psyche getrennt hatte. Sie hatte es nicht. Wir hatten sofort ein medizinisches Team zur Stelle, was sich um sie kümmerte, aber es war zu spät. Sie verfiel in ein tiefes Koma. Wir hatten Angst, die Neuralverbindung zu trennen, weil wir ihr Leben nicht gefährden wollten. Also beschlossen wir, sie als Lebensüberwachung zu reprogrammieren. Damit wären wir in der Lage gewesen, festzustellen, wann sich ein Funke Bewusstsein bei ihr wiederherstellt. Aber das ist niemals passiert. Sie war also hier tot? Also, wie kann man... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitverfolgt habt, wie unglaublich fehlerbehaftet oder belastet dieser Text allein schon wieder ist. Das ist schlimm. Nicht ganz. Ich glaube, der Grund dafür, dass wir keine kognitive Aktivität in ihrem Gehirn feststellen konnten, lag daran, dass es nicht der Ort war, wo es sich abspielte. Ihr Bewusstsein hatte sich bereits komplett ins Netz transferiert. Zu der Zeit, als das FutureNet noch anders war, als das, was sie jetzt um sich herum sehen. Es war nur ein kleiner virtueller Garten. Wir nannten ihn Eden. Ach, wir suchten sie in ihrem Geist, während sie auf uns in Eden wartete. Wir wussten es nicht. Eden ging 2 Tage später offline und eine neuere Umgebung wurde von dem FutureNet-Backers gestartet. Ich zog mich vom Projekt zurück. Amy war über Jahre in einer virtuellen Box gefangen. Wie wurde sie zu Amok? Als die neue FutureNet-Infrastruktur fertiggestellt war, wurde das Eden-System in das Netzwerk integriert. Amy konnte Eden verlassen.
Seitdem das FutureNet eröffnet wurde, war Amy da. Aber die Jahre der Einsamkeit haben ihren Tribut verlangt. Ich kann mir noch nicht einmal vorstellen, so leben zu müssen, wie sie es tat. Sie hatte keinen menschlichen Kontakt. Die Sensationen und Erfahrungen, ist das schlecht übersetzt, des Netzes, wie sie es kennen, sind lebhaft und prächtig. Aber das Netz ist nicht gedacht für jahrelang konstanten Gebrauch. Sie lernte offen... Hallo, ich steckte 17 Jahre hier fest. Sie lernte offensichtlich viel von der Funktionsweise des Netzes und lernte es in einer Art und Weise zu benutzen, wie wir uns es nicht einmal träumen lassen würden. Es wäre verständlich, dass sie unter diesen Umständen von sich wie von einem Gott zu denken begann. Verglichen mit ihnen oder mit mir ist sie im Netz ein Gott. Sie hat wahrscheinlich die Church alleine gegründet. Was hat das mit der Church zu tun? Die Church of Amok macht kein Geheimnis daraus, dass sie versucht, neue User davon zu begeistern, ihre physischen Körper aufzugeben, um für immer dem Virtuellen anzugehören. Ohne den physischen Teil des Bewusstseins würde ein 100% virtuelles Wesen das gleiche sein wie eine sehr kluge Marionette, eine Art virtueller Zombie. Was auch immer würde es keinen freien Willen besitzen und könnte von jedem Erfahrenen, der weiß, wie es geht, leicht manipuliert werden. Es muss einen physischen Geist geben, um ein volles menschliches Bewusstsein zu unterstützen. Sogar Amok hat Amys Geist als Fundament. Ich glaube, sie will nicht nur einfach die Abläufe im Netz kontrollieren, sondern das Wesen der Leute, die sich darin befinden. Moment mal, können Sie das belegen? Nun, Amy Camus, medizinische Aufzeichnungen existieren noch, wenn Sie sie finden können. Sie müssen mit meinem Wort zufrieden sein. Außer Sie glauben, dass Amok eine richtige Gottheit ist. Wir müssen sie stoppen. Machen Sie es selber. Nein, wie wollen wir das anstellen? Es ist sehr riskant, aber wie Sie wissen, haben Sie nichts zu verlieren. Doch, mein Leben. Seitdem Ellie nicht mehr vertraut werden kann, sollten wir annehmen, dass das Protokollmodul, das sie ihnen gegeben hat, fehlerhaft ist. Es wird vielleicht sogar das Werkzeug sein, mit dem Amok in der Lage ist, sie zu finden. Sie sollten, wie sie ihnen gesagt hat, in die Church of Amok gehen, aber benutzen sie nicht das Protokollmodul, das sie ihnen gegeben hat. Ich werde ihnen jetzt ein Ersatzmodul herunterladen. Wenn sie am geheimen Interface der Church angelangt sind, benutzen sie einfach das Modul, das ich ihnen gegeben habe, und sie werden ruhig ins Subnetz gelangen. Was mache ich, wenn ich im Subnetz bin? Es ist wirklich ziemlich einfach. Sie booten das FutureNet neu. Das FutureNet rebooten? Ja, das ist schon immer gemacht worden. Die meisten Netzuser bekommen das noch nicht einmal mit, da während des Vorgangs ihr Avatar in Stase versetzt wird. Wie kann man das nicht mitbekommen? Ich dachte, mein Hirn wird da quasi verbunden mit diesem Ding. Naja. Benutzen Sie mein Protokollmodul, wenn Sie entern. Oh Gott. Es besitzt eine eingebettete Routine, welche Amoks Zugang zur Eden-Seite abschneiden sollte. Wenn sie das Netz rebooten, wird die Routine starten. Es sollte funktionieren. Ohne die Eden-Verbindung wird Amy nicht in der Lage sein, auf das Netz zu loggen, und Amok wird zerstört werden. Es gibt ein Netzwerk von Narben im Subnetz. Ich glaube, die meinen Nodes wahrscheinlich, so, ja, die verschiedenen Knoten des FutureNet kontrollieren. Sie müssen jede einzelne Narbe schließen, dann die Kontrollnarbe entern. Das wird die Routine automatisch initialisieren. Sie werden ein großer Held sein. Gott, ist das schlecht. Was wird mit dem Netz geschehen? Oder was wird mit Amy geschehen? Was wird mit Amy geschehen? Ist sie dann tot? Ich weiß es nicht. Sie könnte aus ihrem Koma erwachen. Es könnte sie umbringen. S, einfach als Buchstabe. S könnte sie umbringen. Ich könnte jetzt natürlich dorthin gehen und ihr ein Kissen ins Gesicht drücken. Was? Aber ich fürchte, das würde die ganze Angelegenheit nur noch schlimmer machen. Was? Amok wäre in der Lage, ohne Amys Bewusstseinseinfluss alles zu tun, was er will. Dies ist der einzige Weg. Sie sind nun bereit, den Plan zu beenden. Denken Sie daran, dass Sie mein Protokoll benutzen, wenn Sie zur Church of Amok kommen. Und viel Glück im Subnet. Auf Wiedersehen. Okay. Wow. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle Schluss machen und dann in der nächsten Folge uns ins Finale stürzen, und da werde ich euch live mitnehmen. Das habe ich, wie gesagt, auch selber noch nie erlebt. Das wird ein Blindflug in die Church of Amok, in den Hack. Und ja, ich bin richtig aufgekratzt und gespannt, und ich hoffe, dass ihr das genauso erlebt wie ich. Und wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Bis dann.